Ja, moin, herzlich willkommen zum Ask the Pros. Wir machen eine offene SEO-Fragestunde heute. Und während noch ein paar Zuschauer reinkommen, ja, erzähle ich mal ein bisschen was über uns und was euch hier heute erwartet. Ich gucke gerade nach. Ja, ein paar Teilnehmer kommen noch. Deswegen schön, dass ihr da seid. Wer schon mal bei der Fragerunde dabei war, in guter Tradition machen wir das zu zweit. Das ist einmal die Lisa aus unserem SEO-Team, ist mittlerweile auch Teamlead. Hallo Lisa. Hallo. Genau, und ich bin Markus Hövner, SEO seit 20 Jahren und ja, wir teilen uns die Fragen ein bisschen untereinander auf. Ich habe hier so ein kleines Fensterchen neben mir, da wird Lisa mir signalisieren, welche Fragen sie sich greifen möchte. Ja, kurz vielleicht über uns als Agentur. Wir sind dafür eine Online-Marketing-Agentur. Viele von euch werden uns schon kennen aus den anderen Webinaren. Uns geht es vor allem darum, natürlich erstmal Kanäle zu betreiben. SEO ist ein großes Thema, diesen Traffic dann zu optimieren und ihn schlussendlich messbar zu machen. Wir haben jetzt zwei Standorte und auch wir beide sind zwischen den Standorten aufgeteilt. Lisa ist aus Münster zugeschaltet, ich aus dem wunderschönen Emstetten. Die Sonne scheint herein, wie könnte es besser sein? Ja, wir haben heute eine Fragestunde. Ich glaube, das hat sich rund gesprochen und ja, ihr müsst Fragen stellen, sonst wird es heute eine ziemlich langweilige Sache. Das macht ihr einfach, indem ihr auf Slido geht, sli.do, und dort müsst ihr einen Code eingeben, der heißt heute ask-seo. Steht auch auf jeder Folie hier nochmal und wir bringen es gleich auch nochmal on screen. Also wer das jetzt nicht in der Kürze der Zeit schafft abzutippen, es steht gleich noch ein paar Mal unten. Ihr könnt Fragen der anderen nach oben voten. Wir werden immer die Frage beantworten, die oben steht. Ja, also bitte guckt danach, was die anderen so fragen, was euch vielleicht auch interessiert. Genau, und bitte immer vollständige Fragen. Wir sind unglaublich schlecht im Raten. Wir können ein bisschen gucken, ob wir ja, ob wir was raten können, aber je vollständiger ihr es machen könnt, ihr habt allerdings nur 160 Zeichen zur Verfügung. Also das ist natürlich ein Zielkonflikt, aber wenn es einer schafft, dann ihr. Kurzer Hinweis noch auf unser Seminarprogramm. Auch das geht natürlich weiter, vor allem nach den Osterferien. Wird es vor allem wieder Ende Juni, Ende Mai, Anfang Juni wird es wieder die Dreier-Serie für den Screaming Frog geben. Das heißt, wer da noch nicht fit ist, für Einsteiger, für Fortgeschrittene und SEO-Audits mit dem Screaming Frog SEO Spider, auch mit mir, also einfach auf umcampus.de gehen und jetzt das Ticket zum Glück buchen. Klingt wie so eine billige ZDF-Serie, aber das ist überhaupt nicht so gemeint. So. Ja, dann könnten wir eigentlich mal umschalten. Ein paar Fragen sind eben schon reingekommen, haben wir gesehen. Was ihr hier auch schon sehen werdet, ihr könnt die Fragen anonym stellen oder ihr könnt euren Namen hinterlassen, was auch immer ihr gerne haben möchtet. Ja. Genau, das ist. Dann hole ich mal diese Frage hier nach oben. Was sollte beim Bilder-SEO berücksichtigt werden? Nur Title Description und technische Gegebenheiten oder auch sonst noch sowas wie Dateinamen, URL, Ordnerstruktur. Also erstmal Bilder-SEO ist wichtig, weil die Bildersuche sicherlich wichtig ist. Wir haben durchaus Projekte, wo 30% des Traffics schon über die Bildersuche kommt. Das hängt natürlich immer von der Branche ab. Wenn ihr in einer eher faktenorientierten Branche seid, was ihr schreibt, was über die richtigen Steuersätze oder so, dann ist Bilder-SEO für euch eher nicht ein Thema. Wenn ihr einen Shop habt für Schnickschnack-Produkte, dann wird das für euch ein Thema sein. Was sollte berücksichtigt werden? Es klingt blöd, aber man sollte es da nicht übertreiben. Sowas wie Dateinamen, URL und so, das kann man alles machen. Wobei das hinreichend schwierig ist bei manchen Shop- oder Content-Management-Systemen. Manche erlauben das eben einfach nicht. Und deswegen würde ich da nie durchdrehen. Was mir immer extremst wichtig ist, ist wirklich das Alt-Attribut, weil das finde in meinen Augen immer das stärkste Signal ist, um was es in dem Bild geht. Und das kann man auch so ziemlich mit jedem Content-Management- oder Shop-System auch setzen. Also da einfach mal nachgucken. Hier steht was von Title und Description. Das hat mit Bilder-SEO eigentlich erstmal nichts zu tun. Also vielleicht ist die Frage anders gemeint, dann einfach gleich nochmal stellen. Ansonsten, glaube ich, habe ich die Frage beantwortet. So, mal gucken. Oh, Lisa hat mir signalisiert, dass sie die nächste Frage beantworten will. Das ist super. Wie kann ich gut Backlinks aufbauen?
Durch guten Content, um es einmal kurz zusammenzufassen. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen vielleicht zu kurz. Im Prinzip ist es aber das. Also klar kann man auch zum Beispiel eben an Händler herangehen, von denen man eben Produkte verkauft oder weil man selber eine Marke ist, an Händlern oder Vertrieblern schreiben, die halt quasi die eigenen Produkte verkaufen und da gucken, ob man vielleicht durch gewisse Partnerschaften Verlinkungen hin und her machen könnte. Das ist definitiv sinnvoll. Aber wenn man diese Chance eben nicht hat und halt eben Backlinks aufbauen möchte, bleibt nur guten Content zu produzieren, am besten auch redaktionellen Content, weil der halt eben auch dann gerne von anderen verlinkt werden kann. Natürlich darf man hier natürlich auch das Ganze proaktiv vorantreiben im Sinne von, dass man es zum Beispiel auch über Social Media verteilt oder halt mal eben schaut, wie man den Content über Newsletter unter die Leute bringen kann. Aktiver Linkaufbau ist natürlich auch möglich, also dass man mit diesem Content hinausgeht und eben guckt, kann man hier vielleicht eine Kooperation starten, aber dies natürlich immer mit sehr, sehr, sehr viel Vorsicht, weil das einfach nicht gerne genau von Google gesehen wird. Das heißt, lieber eher auf die organischen Verteilungsmöglichkeiten setzen. Genau. Vielleicht noch zwei Hinweise. Zum einen in meinem Podcast Alles auf Start gibt es, glaube ich, auch ein, zwei Episoden dafür, wie fängt man eigentlich mit Backlink-Aufbau an? Also gerade wenn man das noch nie gemacht hat, ist das natürlich erstmal so ein, boah, wo soll denn der Link herkommen? Und ich weiß es nicht aus dem Kopf heraus, aber es gibt ein bis zwei Episoden. Und Ende Mai gibt es von uns noch ein Webinar zum Thema Content für Shops. Da geht es halt darum, wie man mit gutem Content, bezogen jetzt erstmal auf Shops, wie man da Backlinks aufbauen kann und da einfach gerne für anmelden. Bei uns auf der Website bluefusion.de/Veranstaltungen, da wirst du eine Übersicht finden über alle unsere Angebote in diesem Jahr. So, dann haben wir noch eine Frage, nämlich bestehende Artikel-URLs. Also, hier geht es um die URL. Jemand hat eine kurze URL, also domain.de und dann slash Name des Artikels. Und die zweite Variante ist, dass man die Verzeichnisse da abbildet, also domain.de slash Ordnerebene 1 slash Ordnerebene 2 slash Name des Artikels. Jetzt ist die Frage, wie soll man es machen? Soll man das ändern? Was ist die optimale Lösung? Und Lisa möchte nochmal. Achso, ja, genau. Oder? Ja, jetzt Oder? hast du mich so verwirrt, weil du die Frage schon so angefangen hast. Ja, klar, ich beantworte die Frage gerne. Genau, und zwar ist es halt hier eben so, dass wenn das Ganze schon besteht, man es gerne auch so lassen kann. Also, dass man jetzt nicht extra die URL anfassen sollte, um halt eben den Pfad und die Verzeichnisse daran aufzunehmen, weil das wieder dazu führen würde, dass man halt eben zum Beispiel eine Umleitung einrichten müsste von der alten URL auf die neue URL und so diese neue URL halt wieder einen schwierigeren Start hat, beziehungsweise ja, man besser bei den mit der URL, mit den gesammelten Signalen bleiben sollte. Wenn man das Ganze sowieso anfasst, das heißt, wenn man halt sowieso ein Relaunch-Projekt, wodurch sich vielleicht die Domains ändern, weil man zum Beispiel auf ein anderes System umzieht und hier nur andere Möglichkeiten bestehen, dann kann es sinnvoll sein, Verzeichnisse mit aufzunehmen. Ich würde es aber nicht übertreiben. Das heißt, wenn diese URL sehr, sehr tief liegt, würde ich nicht jede einzelne Verzeichnisebene mit aufnehmen, weil dann einfach die URL viel zu lang werden sollte, oder werden würde. Es kann aber sinnvoll sein, um zum Beispiel im Nachhinein zu gucken, okay, alles, was dann in dem Bereich Schuhe liegt, wie rankt eigentlich dieser Bereich? Also, dass man URLs eben dadurch besser tracken kann, dadurch, dass man eben durch das Verzeichnis erkennen kann, welche URLs zusammenhängen. Dann kann man das auf jeden Fall gerne machen. Es besteht aber keine Notwendigkeit. Generell hat keins von beiden, bis auf jetzt diesen Tracking-Aspekt, große Vor- oder Nachteile. Gut. Ich übernehme mal die nächste Frage. Was tun bei völlig falscher Meta-Description, wenn die Meta-Description von Google aus der Navi gezogen werden? Die Frage ist natürlich ein bisschen falsch. Ich glaube, hier geht es um das Snippet, also das, was im Suchergebnis angezeigt wird in der dritten und vierten Zeile, dieser Textausschnitt. Den holt Google sicher aus der Meta-Description. Wenn die nicht existiert oder Google mag die Meta-Description nicht, holt Google sich einfach irgendeinen Text aus der Seite.
Typischerweise ist das der Content. Google kann aber auch mal gerne einfach das Menü zitieren oder irgendwas aus dem Footer herausziehen. Lösung 1 ist natürlich einfach gute Meta-Descriptions bereitstellen, die in der Regel übernommen werden, wenn man denn alles richtig macht, wenn die die richtige Länge haben und so. Die zweite Möglichkeit ist, man kann Blöcke im HTML-Code mit dem, da gibt es ein Attribut, das heißt No Snippet. Das könnte man zum Beispiel für, um das Menü spannen oder um den Footer spannen und dann wird Google sich aus diesen Bereichen niemals für das Snippet bedienen. Aber nochmal, das Beste ist ehrlich gesagt immer die erste Lösung, also Meta-Descriptions bereitstellen ist sicherlich mehr als sinnvoll. So, ups. Ja, die nächste Frage von Tom. Hallo Tom. Top 3 Vorschläge für tägliche SEO-Arbeiten? Fragezeichen. Lisa? Ja, bitte sei nicht sauer, Tom, dass ich die Frage nicht genauso beantworte, wie sie da steht, weil das für mich rein gedanklich schon die falsche Herangehensweise ist. Also es gibt jetzt nicht einfach die drei Aufgaben, die macht man jeden Tag und dann ist alles gut. Es ist viel wichtiger, sich halt eben hinzusetzen, eine Strategie zu überlegen, welche Punkte sollen wir eben optimieren, welche Aufgaben stehen dadurch an. Also muss ich zum Beispiel eben die Snippets überarbeiten, indem ich Seitentitel und Metabeschreibung anpasse, oder muss ich mich um Content kümmern, interne Verlinkungen etc. pp. Und daraus entstehen natürlich dann nach und nach die Aufgaben, die man dann nach und nach abarbeiten sollte. Also das ist quasi eher das, worum man sich kümmern sollte. Fürwürzlich täglich gucken, ob deine Seite noch online ist. Also das ist und vielleicht auch nicht für Suchmaschinen blockiert wurde, weil vielleicht irgendwo ein Entwickler oder was weiß ich irgendwas auf nur Index gesetzt hat. Das sollte man natürlich jeden Tag prüfen, dass das kein Problem ist. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwas gibt, was man täglich machen kann. Regelmäßig generell zu gucken, ob die Seite vernünftig wägt, ob noch genügend Traffic kommt über zum Beispiel die Google Search Console und so. Natürlich sollte man das auch machen, aber das würde ich jetzt aber auch nicht auf täglicher Basis sehen, sonst macht man sich irgendwann nur verrückt, wenn da mal die Zahl nicht so gut ist, wie die Zahl gestern war. Genau. So, Frage von Anonymous. Übrigens, wichtiger Hinweis, es kommen gerade ein paar Fragen über GoToWebinar rein. Wenn die Frage beantwortet werden soll, muss sie über Slido kommen. Wie das geht, steht auf der linken Seite des Bildschirms. Also bitte das nutzen. Sonst können wir die Frage hier nicht auf den Screen bringen. Also, Frage ist externer Duplicate Content, Pressemeldung indexiert lassen oder auf No Index setzen, damit man nicht abgestraft wird. Ist ja ein typisches Problem. Ich habe auf meiner Website habe ich eine Pressemeldung, irgendwo im Bereich Unternehmen, Pressemitteilung und die gleiche erscheint aber auch noch auf Fachmagazin 1, 2, 3, 4, 5. So, erstmal für Duplicate Content wird man nicht abgestraft, weil es kein Verstoß gegen Google-Richtlinien ist. Das ist ein bekannter oder ein sehr beliebter Mythos, kann erstmal nicht passieren. Google wird einfach die Dubletten im Rahmen der Suche aussortieren. Das heißt, wenn jetzt jemand nach was sucht und diese Pressemitteilung könnte dafür gefunden werden, wird sie eben nicht fünfmal ausgegeben von den verschiedenen Websites, sondern nur einmal, wer immer dann auch gewinnt. Also von daher, ich würde die niemals auf No Index setzen, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern das ist einfach das Wesen des Internets, dass es Inhalte doppelt gibt. Google kommt damit prima zurecht und dafür wird niemand abgestraft oder abgewertet. Hat Google auch mehrfach gesagt in letzter Zeit. Also kein Problem. So, wenn ich eine Subdomain, Klammer auf Shop, und Hauptdomain, Klammer auf Unternehmenswebsite mit den gleichen Produkten habe, ist das Kannibalisierung oder parallele Rankings? Lisa. Ja, nicht so einfach zu beantworten, weil es nicht ganz A oder B ist. Und zwar kommt es hier so ein bisschen, ich nehme darauf an, auf die Suchintention. Ich gehe davon aus, dass auf der Hauptdomain zum Beispiel die Produkte vorgestellt werden, aber nicht kaufbar sind sozusagen. Und auf der Subdomain kann man eben diese Produkte kaufen. In diesem Fall ist es so, dass ja die Suchintention bei dem Shop
viel besser erfüllt wird, weil wenn ich eben nach einem Produkt suche, dann möchte ich dieses Produkt in den meisten, allermeisten Fällen halt eben auch kaufen. Das heißt, in diesem Fall wird die Subdomain mehr Chancen haben, einfach weil sie halt eben die Suchintention besser erfüllt. Die Hauptdomain wird so oder so in solchen Fällen, also ich weiß, dass das existiert, grundsätzlich ist das nie die optimale Lösung, dass es das Produkt dann auch noch auf der Hauptdomain gibt und es nicht kaufbar ist, wird die so oder so einfach weniger Chancen haben, überhaupt zu ranken. Genau, von daher kann man sich hier ruhig auf die Subdomain dann konzentrieren. Vielleicht auf der Hauptdomain könnte man nochmal die Strategie überlegen, ob man da überhaupt die Produkte aufführen möchte oder sollte. Genau. Also ich hatte das gleiche Thema übrigens letztens in der Praxis und da war es leider wirklich so, dass Google es nicht immer perfekt hinbekommen hat, diesen Search Intent zu erkennen. Und deswegen, das Problem kenne ich durchaus. Die einfachste Lösung wäre natürlich, wenn es keine Dubletten gibt, sondern wenn es wirklich nur noch eine Seite dafür gäbe. Das wäre natürlich prima. Das mit den parallelen Rankings habe ich eher selten erlebt. Also das ja, ist aber auch gerade so bei B2B-Unternehmen ein sehr bekanntes Problem. So. Was sollte eine Mitbewerberanalyse sinnvollerweise beinhalten und was nicht? Naja, wenn man das Ganze mal trennt in On-Page und Off-Page. Ich finde, bei On-Page kann man sicherlich viel lernen, nämlich erstmal, welche Strukturen hat mein Mitbewerber eigentlich? Mein Mitbewerber hat es vielleicht hinbekommen, dass er einen Blog hat, ein Wiki, ein Forum, irgendwas. Also solche Strukturen erstmal zu sehen und dann eben zu gucken, will ich auch so eine Struktur haben? Konkrete Keywords kann man natürlich sehr gut lernen aus dem Wettbewerber. Da gibt es gerade in den gängigen Tools wie Sistrix natürlich schöne Möglichkeiten, um zu gucken, wofür rankt mein Konkurrent und ich nicht. Dann muss man natürlich immer ein bisschen gucken, ob das auch für mich sinnvolle Suchbegriffe sind. Und im Bereich Off-Page kann man natürlich auch viel lernen, nämlich erstmal, welche Arten von Links hat mein Wettbewerber eigentlich so? Zum Beispiel haben die vielleicht ganz viele Links über Fachmagazine erzielt und ich mache aber noch gar kein PR für Fachmagazine und könnte mich dann eben leiten lassen. Und natürlich auch konkrete Inhalte sich anzugucken, also sogenannte Top-Pages, dass man guckt, welche Seiten bei meinem Wettbewerber sind besonders oft verlinkt und warum sind sie das eigentlich? Also mir geht es hauptsächlich da immer um Inspiration, zu gucken, was machen die anderen eigentlich. Man kann das Ganze noch viel weiter treiben. Man kann sich bestimmte Search-Features angucken, wie Featured Snippets oder Rich Snippets. Was haben die eigentlich alle so? Um dann halt eben zu gucken, was davon will ich übernehmen und was will ich davon nicht übernehmen. Was es nicht beinhalten sollte, naja, hauptsächlich so irrelevante Metriken. Also man kann sich mal so wahnsinnig viel Zeugs angucken. Da Mitbewerber, finde ich, selten überhaupt direkt miteinander vergleichbar sind, ist es ohnehin manchmal ein bisschen schwierig. Und ich persönlich bin eigentlich eher ein Freund davon, ich lasse mich inspirieren von Wettbewerbern, das ist gut. Aber ansonsten bleibe ich erstmal auch bei mir, weil ich habe vielleicht andere Voraussetzungen, ich habe vielleicht andere Märkte oder so. Deswegen kann ich Sachen natürlich nicht immer eins zu eins vergleichen. URLs mit UTM-Parametern ranken, woran kann das liegen? Canonical ist richtig gesetzt. Super gute Frage. Also mein Indiz wäre natürlich als erstes, dass das Canonical-Tag falsch gesetzt ist. Ohne es jetzt hier am konkreten Beispiel zu sehen, weiß ich es nicht. Typischerweise würde es am Canonical-Tag liegen. Was man zur Sicherheit machen kann, ist, dass man in die alte Google Search Console geht. Da kann man nämlich diese UTM-Parameter alle markieren. Also es gibt einen Report, der heißt URL-Parameter. Und da kann ich sagen, Google, wenn du URLs findest mit diesen UTM-Parametern, dann schneid die doch bitte aus der URL einfach raus. Das ist immer noch so eine Sicherheitslösung. Ansonsten, wie gesagt, mit gesetztem Canonical dürfte dieser Fehler nicht passieren. Das Einzige, was natürlich wichtig ist, ein Canonical-Tag ist keine Direktive. Das heißt, Google muss sich nicht daran halten. Google kann eben auch sich dagegen entscheiden und wenn es eine Seite gibt, zweimal, einmal mit und ohne UTM-Parameter, dann kann es trotzdem sein, dass Google sich dagegen entscheidet. Zum Beispiel vielleicht, weil die andere Seite mit den Parametern extern verlinkt wird. Finde ich, ist relativ selten, gerade weil diese Parameter sind bekannt und ich glaube, da sollte es genügend Signale geben, dass sie nicht relevant sind. Also ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Falls genau, wenn es da ein konkretes Beispiel gibt, gucke ich es mir natürlich gerne noch an. Da
dann einfach eine E-Mail an Markus mit k@bluefusion.de. Ja, Lisa, sag doch mal, wie wichtig ist die Keyword-Dichte denn eigentlich noch? Ja, oder auch wie hoch das oder wie hoch die Keyword-Dichte sein soll, ist einer der Lieblingsfragen. Ich habe die, glaube ich, in jeder Runde, glaube ich, beantwortet. Eher nicht so. Also natürlich ist es wichtig, dass das Keyword drin vorkommt. Und natürlich sollte auch im Laufe des Textes vorkommen. Darauf zu achten, ob ein Keyword jetzt eine gewisse Prozentanzahl häufig in einem Text vorkommt, ist einfach nicht mehr aktuell. Gerade mit der Idee für Nutzer und Nutzerinnen eben Content zu schreiben und halt eben nicht für Suchmaschinen, sollte man eher drauf schreiben, dass man einen guten Text hat, der eben sehr, sehr gut lesbar ist. Und wenn man sich mal überlegt, was macht denn eben einen guten Text aus, wenn ich ihn lese, natürlich kommt drin vor, worum es überhaupt geht, nämlich aka das Hauptkeyword. Und natürlich wird das nicht in jedem Satz benutzt. Und wenn es häufiger erwähnt wird, dann werden auch Synonyme verwendet. Also wenn man sich an diese Regeln hält, dann hat man es eigentlich häufig genügend benutzt. Natürlich einmal darauf zu achten, ob das Keyword überhaupt benutzt wird und vielleicht eben, ob die wichtigsten Synonyme genannt werden, sollte man auf jeden Fall tun, aber jetzt nicht auf die explizite Häufigkeit achten. Gut. Die nächste Frage ist, wie wichtig ist die Benennung des Pfades einer Seite für SEO? Da geht es ja um den URL-Pfad, also das, was hinten steht, hinter www.meinewebsite.de. Lisa möchte die Frage gerne beantworten. Ich wollte sie dir jetzt nicht klauen, aber ja. Mach doch mal. Im Prinzip habe ich es vorhin mit der Frage ja schon mal angesprochen. Was da drin steht, ist SEO-technisch erstmal nicht relevant. Also selbst ob da jetzt das Keyword drin vorkommt oder nicht, das wird keinen Unterschied in irgendwelchen Rankings haben. Hier ist es eher wieder fürs Tracking wichtig oder halt eben, dass man eben gute URLs für Nutzer und Nutzerinnen bereithält, sozusagen, dass die eben erkennen, wenn ich diese URL anklicke, okay, worum geht es hier eigentlich auf der Seite? Deswegen macht es natürlich schon Sinn, das Wichtigste in der URL zu nennen und nicht nur kryptische URLs, also mit irgendwelchen Zeichen- und Zahlenkombinationen zum Beispiel zu benutzen. Aber SEO-technisch hat das jetzt keine Relevanz. Jo. Wie integriere ich am besten Videos, ohne Performance-Einbußen zu haben? Ist ein iFrame eine Lösung? Geht natürlich hier, ich denke, um die Ladegeschwindigkeit der Seite. Und was man natürlich sagen muss, ist, kann man ja mal selber machen, man macht sich eine Seite mit erst nur Text und dann fügt man noch 20 Videos ein und wird natürlich feststellen, die braucht länger zum Laden, die braucht länger zum Darstellen. Jetzt ist es aber auch so, wenn man sich diese Core Web Vitals mal anguckt, also die Metriken, nach denen die Geschwindigkeit gemessen wird, da geht es gar nicht darum, bis die Seite vollständig geladen ist, sondern es gibt ja den LCP, den Largest Contentful Paint. Heißt eben, wie lange braucht es, bis das Wichtigste auf der Seite geladen ist. Also im Prinzip ja, das, was oben ist auf einer Seite. Und deswegen ist es nicht zwangsweise so, dass nur weil ich ein Video einbaue, ich in diesen Google-Metriken jetzt schlechter werde. Und deswegen in der Regel, wenn man jetzt ein Video einbaut, also auch da ist ja jetzt noch die Frage, ist YouTube, Vimeo und es gibt ja noch einen ganzen Stapel andere Player. In der Regel sehe ich das nicht als Performance-Problem. Natürlich, wenn ich 20 Videos einbaue, wird es irgendwann ein bisschen hässlich, aber darum geht es, glaube ich, in der Regel auch nicht. Ist ein iFrame eine Lösung? Ich finde, in der Regel ist ein iFrame eine Lösung für nichts. iFrames sind einfach auch eine hässliche Sache. Deswegen würde ich das nie so sehen. Aber nochmal, insgesamt sehe ich das Problem auch nicht so wirklich, wenn man mit Videoeinblendung vielleicht ein bisschen sparsam umgeht, sagen wir es so. Problematik. Carina fragt, viele thematisch sehr ähnliche Seiten innerhalb einer Website. Stichwort Kannibalisierung. Habt ihr Tipps und Tricks? Lisa. Ja. Die Seiten aussortieren, wäre mein größter Tipp an dieser Stelle. Also
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das historisch gewachsen ist, dass man vielleicht, also es könnte ja zum Beispiel sein, dass man eben viele Blogbeiträge zu ähnlichen Themen hat. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, und da alles einmal durcharbeiten, um halt eben rauszufinden, okay, welche Informationen hierfür sind wirklich wichtig, und dann auf einer der URLs einen gesammelten Artikel dazu zu machen, wo man vielleicht alles zusammenfügt und vielleicht dann eben auch mit geupdateten Informationen. Das wäre so der Fall, wenn man es halt, wenn es quasi möglich ist, dass man diese Kannibalisierung beseitigen kann. Dann gibt es natürlich sowas wie Produktseiten, die teilweise sehr, sehr ähnlich sein können, die jetzt mal nicht eben zusammengelegt werden können. In diesem Fall ist das Ganze natürlich etwas schwieriger. Auch hier ist die Devise, sie so einzigartig wie möglich zu machen. Das heißt, wenn ich die Kapazitäten habe, sollte der Content auf diesen Produktseiten auch angepasst werden und einzigartig gemacht werden, indem man zum Beispiel wichtige Fragen zu dem Produkt beantwortet, eben, oder zu eben den besonderen Unterschieden zwischen diesem Produkt und einem anderen, was sich vielleicht durch Kleinigkeiten unterscheidet. Das wäre auf jeden Fall etwas, was man machen sollte. Ich weiß, dass das bei manchen großen Shops gar nicht so einfach ist, sich da um alle Produktseiten zum Beispiel zu kümmern. Im Prinzip hilft es hier schon, sich auf die wichtigen Produktseiten zu konzentrieren. Also man sollte diesen Step nicht auslassen, weil nur so können diese Seiten wirklich performen. Aber es ist natürlich jetzt vielleicht nicht so wichtig, das für alle Produkte zu machen, sondern vielleicht zum Beispiel eben für die Bestseller, die sowieso schon eigentlich ganz gut laufen, die man halt einfach noch ein bisschen verbessern möchte, oder generell einfach für Produkte, die man pushen möchte. Das wäre jetzt meine Antwort. Noch eine anonyme Frage: Habe auf der News-Seite eine Content-Wüste, einfach alte News rauslöschen oder auf NoIndex setzen? Welche weiteren Optionen gibt es? Ich kenne die News-Seite jetzt nicht wirklich. Also man kann natürlich alte News herauslöschen. Es ist aber auch was, wo ich in der Regel jetzt nicht wirklich drüber nachdenken würde. Also manchmal gibt es ja auch Gründe, dass man eben sagen will, okay, für Journalisten zum Beispiel, also wenn es zum Beispiel hier um die eigene Seite für Pressemitteilungen geht, dann will ich trotzdem zeigen, dass in den letzten 10 Jahren wir immer wieder Sachen herausgeschickt haben und so. Also ja, man kann alte News löschen, man kann sie auch auf NoIndex setzen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie viel ist da, also es hängt vom konkreten Fall ab. Also machen kann man das alles. NoIndex ist immer eine gute Option. Ja, ich glaube, so richtig gut kann ich die Frage nicht beantworten, ohne die Seite zu sehen, aber das ist leider einfach so. Die nächste Frage würde ich auch noch nehmen. Google zeigt englische Metadaten, obwohl im CMS alles auf DE hinterlegt ist. Beim Klick erscheint die deutsche Seite. Default des hreflangtext ist DE. Was tun? Sehr gute Frage. Dürfte eigentlich so nicht ganz passieren. Auch hier würde ich sagen, es hängt von der Seite und von der Suchanfrage ab. Also der Hintergrund ist ja der, dass wenn man etwas sucht, wählt Google eigentlich erst die Seite, die dazu passende Seite aus und tauscht dann eigentlich nur noch die URL aus. Deswegen kann es durchaus passieren, wenn ich jetzt etwas gesucht habe, dass Google eigentlich die englische Seite ausgewählt hat, hat dann im hreflang-Tag gesehen, oh, ich muss ja eine andere URL hinterlegen, würde aber das Snippet und den Seitentitel nicht austauschen. Ich kann nur vermuten, dass das hier passiert ist. Auch hier gerne die Aufforderung, wenn ich es mir nochmal angucken soll, gerne eine E-Mail an markus@bluefusion.de mit dem konkreten Fall. Dann gucke ich gerne nochmal rein. Augenscheinlich habe ich morgen viel zu tun. So. Wieso werden derzeit so viele Descriptions nicht übernommen? Hier geht es wahrscheinlich darum, dass die Meta-Description nicht als Snippet übernommen wird. Ist mir bei einigen Kunden aufgefallen. Gibt es da ein Update etc.? Fragezeichen. Ja, ich übernehme die gerne, wenn ich darf. Ah. Nicht, dass ich wüsste, korrigiere mich, Markus, wenn ich falsch liege. Grundsätzlich ist es so, dass das passieren kann, weil, wie Markus ja vorhin schon gesagt hat, sich Google an diese ganzen Informationen eben nicht halten muss, sondern halt dann manchmal einfach selber entscheidet, okay, diese Metabeschreibung würde besser passen oder dieser Teil des Contents würde besser passen. In so einem Fall kann es halt sein, dass die Metabeschreibung nicht perfekt zu dem Keyword passen und man sich dementsprechend sie nochmal anpassen sollte. Das können manchmal Kleinigkeiten sein. Manchmal kann es aber auch sein, dass Google sich da so ein bisschen,
ja, rumprobiert, dass man eigentlich die richtigen Keywörter schon drin hat. Vielleicht passt es denen aber trotzdem nicht. Grundsätzlich ist das natürlich schade. Das heißt, das Ausprobieren sollte man auf jeden Fall, dass man es vielleicht verändern kann. Es ist aber auch wichtig, dass die Description halt eben nicht ranking-relevant ist. Das heißt, es ist natürlich schade, wenn sie nicht übernommen wird und kann natürlich auch einen gewissen Einblick auf die Click-Through-Rate haben. Es ist aber halt eben auch so, dass es eben kein Beinbruch in dem Sinne ist. Das heißt, man sich nicht super viele Sorgen machen muss. Also das habe ich jetzt auch schon erlebt, dass da manche etwas, ja, nicht panisch werden, aber dann doch etwas besorgter sind, warum das denn nicht übernommen wird. Das ist grundsätzlich erstmal kein Problem. Genau, guck nochmal, ob du wirklich alle richtigen Keywörter auch benutzt und halt eben auch die mit dem höchsten Suchvolumen. Genau. Was ist mit neuen Bildformaten wie WebP? Ist JPEG noch okay, zum Beispiel auch für Page Speed, oder muss man darauf etwas achten? Also es gibt natürlich neuere Bildformate, also ich sag mal, die alte Liga, das ist so GIF. Dann kam also JPEG, die halt auch schon verlustbehaftet komprimiert sind. Und WebP macht die Datei jetzt noch ein bisschen kleiner. Grundsätzlich kann das dabei helfen, dass man eben die Dateigröße kleiner macht. Und viele denken darüber nach, vor allem im Zuge der Page-Speed-Optimierung. Man kann das nutzen. Vielleicht zwei Sachen immer dazu. Das eine ist, es gibt manche Content-Management-Systeme, die so sogenannte Source-Sets ausspielen können. Das heißt, die nehmen einfach ein Bild, zum Beispiel im JPEG-Format, und stellen es in verschiedenen Formaten wie WebP, JPEG und so bereit. Und der Browser wählt sich dann eigentlich das aus, was er kann, denn WebP können nicht alle Browser. Das ist natürlich die einfachste Lösung, wenn quasi das Content-Management- oder Shop-System das für mich einfach entsprechend aufbereitet. Das zweite ist, Bilder sind zwar häufig ein Problem in Bezug auf die Ladegeschwindigkeit, das ist vollkommen richtig, aber es gibt ja so Mechanismen wie Lazy Loading, bei der Bilder erst dann geladen werden, wenn sie auch wirklich betrachtet werden, was gerade bei der mobilen Ansicht sehr, sehr hilfreich ist. Und deswegen sind viele Bilder nicht immer so ein Problem, wie man vielleicht denkt. Also hier muss man wirklich gucken, welchen Weg man gehen möchte. Zum Beispiel alle 100.000 Bilder in WebP zu konvertieren, manuell, ist natürlich vollkommen irre. Wenn man gleichzeitig einfach die Bilder auf Lazy Loading stellen kann, und ja, der Aufwand einfach viel geringer ist. Das Einzige, was man bei Lazy Loading beachten muss, ist das sogenannte LCP-Element. Darf man niemals auf Lazy Loading stellen, weil das die Ladegeschwindigkeit der Seite ins Negative verändern würde. Aber das ist so ein Technikzeug, das müssen wir jetzt nicht wissen. So, wie wichtig sind Fragestellungen in einem SEO-Text? Lisa? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Frage gemeint ist. Grundsätzlich, ob da jetzt eine Frage drin ist in einem SEO-Text, macht keinen Unterschied. Es geht eher darum, dass eine gewisse Information genannt wird. Es kommt hier aber auch darauf an, welcher Text. Also man, im Prinzip ist es ja so, dass wenn ein Text meistens angezeigt wird, dann hatte der Nutzer oder die Nutzerin vorher eine Frage, natürlich. Das heißt aber nicht, dass diese Frage explizit in diesem Text wiederholt werden muss, sondern es reicht quasi, einfach das Thema an sich zu behandeln. Also man muss es nicht quasi mit der Frage formulieren, die Frage muss da nicht rein, aber so die Fragestellung an sich sollte natürlich beantwortet werden. Und vielleicht noch ein Aspekt bei den Featured Snippets, können so Fragen wirklich helfen. Also wenn man wirklich, ich sag mal, eine H2 hat, und da steht die Frage und darunter steht direkt der Text, dann ist die Chance relativ groß, dass man das Featured Snippet dafür gewinnt. Aber es hängt eben halt rein von dem Text ab. Grundsätzlich, wie Lisa sagte, ist es wichtig, dass die Frage drin beantwortet wird, nicht unbedingt explizit, dass da eine Frage, dass da nochmal die Frage steht. Ja, Frage von Carina übernehme ich gerne. Wie ist eure Meinung über das SEO-Tool Search Metrics, Vor- und Nachteile? Was empfiehlt ihr? Ich kann die Frage nicht beantworten. Es gibt ja viele ähnliche Tools, Sistrix, Xovi, die Metrics-Tools, SEMrush. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, sonst kriege ich morgen wieder böse Anrufe. Vor- und Nachteile, es hängt davon ab, was du machen willst. Es ist halt oft so zum Beispiel, dass diese Tools unterschiedliche Länderabdeckungen haben. Also gerade wenn du international unterwegs bist und du brauchst
weiß ich, ganz bestimmte osteuropäische Länder oder südamerikanische Länder, dann haben das nicht alle Tools. Und deswegen muss man eigentlich immer eher gucken, ja, was genau brauche ich für mein Unternehmen? Ansonsten würde ich mich zu der Meinung hinreißen lassen, dass es eigentlich egal ist, welches dieser Tools du nimmst, weil natürlich haben sie zum Teil eine andere Datenbasis, aber im Großen und Ganzen können sie eigentlich alle das Gleiche. Dafür werde ich wahrscheinlich von einigen Kollegen morgen gesteinigt. Das nehme ich gern hin. Aber nochmal, im Großen und Ganzen würde ich sagen, kann man mit Search Metrics glücklich werden, mit Sistrix kann man sowieso glücklich werden. Und von daher nehmt, was ihr wollt. Also ja, so war meine total ehrliche und wie sinnvoll ist es bei einem Blog, alte Beiträge nach vorne zu ziehen und die Texte zu überarbeiten und zu erweitern? Lisa. Das ist sehr sinnvoll und eine sehr gute Strategie, die man gerne verfolgen darf. Grundsätzlich vielleicht als Hintergrund, warum das so sinnvoll ist, ist es natürlich so, dass die URL, auf dem dieser Beitrag ist, bereits gewisse Signale gesammelt hat. Sie ist vermutlich bereits im Index, sie hat bereits ein gewisses Ranking. Und deswegen ist es immer sinnvoller, diese URL zu nehmen und diesen Beitrag dann anzupassen, und halt eben dann quasi ja, einfach zu updaten, und dann hat man eben die Chance, dann nochmal besser damit zu ranken, als wenn man jetzt eine komplett neue URL nee, nicht auf ist das falsche Wort, erstellen würde. So. Donnerstagnachmittag ist ein bisschen schwierig mit dem Denken langsam. Wir kriegen das hin. So, welches Tool zeigt Rankings auf Bing? Bin ich persönlich etwas überfragt. Ich würde denken, dass so die großen Tools wie AWR oder GetStat, dass die das können. Ich persönlich nutze diese Funktionalität eher nicht. Ansonsten würde ich natürlich immer auf die Bing Webmaster Tools verweisen, die das natürlich sehr gut können, die mir halt vor allem den Traffic anzeigen können. Also ähnlich wie die Google Search Console kann ich das gleiche ja auch auf Bing-Seite machen. Und ja, das sollte eigentlich schon hoffentlich viel beantworten und vor allem mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis. So. Ich bin gerade etwas überfragt, was hier das. Wir haben so einen kleinen Mechanismus unter uns, dass Lisa eine 1 tippt, wenn sie die Frage beantworten will. Aber jetzt stehen so viele Einsen untereinander, dass ich gar nicht mehr weiß, ob du diese Frage beantworten möchtest. Aber wir tasten uns da mal ran. Warum rankt unser Kunde für das eine Keyword deutlich schlechter als die Konkurrenz, obwohl das nahezu identisch optimierte Keyword top ist? Wolltest du? Ich lasse dir den Okay. Vortritt. Jetzt hast du dich schon so reingedacht. Weiß ich gar nicht. Naja, wenn man sich die Ranking-Faktoren mal anguckt, dann ist es natürlich grundsätzlich so, dass man eine gewisse Vergleichbarkeit hat. Also ich habe eine Seite zum Thema X und mein Konkurrent hat eine Seite zum Thema X. Aber es gibt ja eben auch noch die anderen Ranking-Faktoren. Zum Beispiel, wie stark ist die Seite eigentlich intern verlinkt? Da kann es sein, dass mein Wettbewerber besser ist oder wer hat externe Backlinks zu diesem Thema? Wer steht auf seiner Website eigentlich insgesamt für dieses Thema X? Und da kann es eben durchaus sein, dass jemand, der vielleicht trotzdem eine schlechtere Seite hat, in den anderen Schulfächern dann eigentlich ein besseres Zeugnis abgegeben hat. Und ja, das ist, glaube ich, so die allerbeste Antwort. Also nicht immer nur auf die Seite gucken und sagen, ja, aber wir haben da viel mehr zu geschrieben. Das muss es ja nicht unbedingt sein. So. Die nächste Frage ist aber für Lisa, da sehe ich, ohne 2. Okay. Wenn Duplicate Content kein Problem ist, würdet ihr dann technische Datenblätter, PDF, indexieren lassen oder ist No Follow okay? Ich nehme an, dass ich die Frage beantworten soll, ne? Mach Okay. ruhig. Gut. Also erstmal ist ja die Kernfrage, interessanterweise war ich heute bei jemandem, die sehr viel Traffic über technische Datenblätter hatten. 25% des Traffics ging nur auf PDF-Dateien. Und es hat zum Teil verhindert, dass die Produktdetailseiten angezeigt wurden, weil in den PDFs war viel Content, auf den Produktdetailseiten war wenig Content. Und ja, wie gesagt, da hat man sich eigentlich ein bisschen ins Bein geschossen, weil jemand, der auf so ein PDF draufklickt, wird sehr wahrscheinlich nichts bei mir kaufen.
Und deswegen würde ich grundsätzlich sagen, das mit technischen Datenblättern kann ein Problem sein, weil eben Leute auf einen PDF einsteigen und bei dir keine Conversion auslösen. Von der Messbarkeit sowieso mal ganz abgesehen, von der Nutzererfahrung auch mal ganz abgesehen. Aber man kann sich da so prima so viel Traffic mit abgraben, weil einfach die Nutzer auf der falschen Seite landen. Und deswegen würde ich das in der Regel nicht machen. Außer natürlich, wenn du sagst, irgendwie, das ist ein wichtiger Service für unsere Kunden und die müssen unbedingt technische Datenblätter lesen können. Ja, NoFollow ist natürlich, hilft hier überhaupt nicht, sondern man müsste sie wirklich dann auf NoIndex setzen oder per robots.txt sperren. Robots.txt ist hier definitiv die einfachere Lösung und eigentlich ganz gut. So, in der nächsten Frage kommt ein Unwort vor, nämlich SEO-Texte, aber Lisa wird das mit Sicherheit gekonnt überlesen. Ja. Welche SEO-Texte sind am besten für Kategorieseiten in einem Webshop? Was ist wichtig bei der Optimierung von Kategorieseiten grundsätzlich? Genau, ja, SEO-Texte sagen wir an sich gar nicht. Es geht aber natürlich darum, sollte man Text auf Kategorieseiten packen? Grundsätzlich ja, kann man das gerne machen. Es hat auch definitiv Vorteile, Text auf Kategorieseiten zu haben. Wichtig ist, dass man hier eben nicht diesen klassischen SEO-Text macht mit Hauptsache, ich habe Text auf der Seite, sondern dass man im allerbesten Fall Text auf diese Seiten packt, der eben einen gewissen Mehrwert bietet. Das ist natürlich manchmal schwierig oder auf den ersten Blick schwierig, da jetzt wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Man könnte sich aber zum Beispiel damit auseinandersetzen, welche Fragen potenzielle Kunden und Kundinnen eben haben, wenn sie halt eben dieses Produkt oder diese Produktkategorie kaufen wollen. Meistens fallen einem dann ein, dass ja, die vielleicht sich entscheiden müssen, welche Größe wichtig ist oder dass sie eben generell vielleicht vorher irgendwas ausmessen sollten oder dass sie vielleicht darauf achten sollten, welche, keine Ahnung, Stromspannung irgendwas hat. Also es gibt halt immer wieder kleine Details, die wichtig sein könnten. Und genau diese Informationen sind halt eben das, was ein Kategorietext mit Mehrwert anreichern kann. Grundsätzlich ist es halt natürlich sinnvoll, Text zu machen, aber bitte nicht nur um des Textes willen. Und auch hier, vielleicht, ich sehe schon kommen, dass die Frage gleich kommt. Nein, es gibt hier keine Länge, die irgendwie sinnvoll ist oder eben nicht. Wenn ich das, was ich zu sagen habe, in zwei, drei Sätzen zu sagen habe, dann ist das gut. Man kann auch längere Texte machen, hier aber natürlich darauf achten, wenn es so viel Text ist, dass er sehr, sehr viele Fragen beantwortet, dann ist es vielleicht sogar eher einen ganzen Ratgeber wert und auf der Kategorieseite einfach das falsche Signal, weil dann halt natürlich für Google schwieriger einzuschätzen ist, ist das jetzt die Informationssuchintention oder ist es eben die Kaufabsicht, die mit dieser Seite beantwortet werden soll. Genau, und vielleicht noch generell Optimierung von Kategorieseiten. Im Prinzip nichts anderes, was auf jeder anderen Seite auch ist. Metadaten vernünftig zu pflegen, halt eben auf den Content zu achten, vernünftige interne Verlinkung zu setzen. Vielleicht auch noch hier die interne Verlinkung natürlich so setzen, dass natürlich auch der Ankertext, der eben, wo der Link eben auf diese Kategorie zeigt, eben auch den Kategoriennamen beinhaltet. Sowas zum Beispiel, externe Links können helfen. Also das ist nichts Besonderes als jetzt jede andere URL. Gut. Ja, die nächste können wir unglaublich einfach beantworten. Sollte man externe Links auf Partnerportale zur Sicherheit immer auf nofollow/sponsored setzen? Ich würde es immer auf NoFollow setzen, dann bist du auf der sicheren Seite. Das mit dem Sponsored funktioniert für Google, aber nicht zwangsweise für alle anderen Suchmaschinen, von denen es gar nicht mehr so viele gibt. Aber grundsätzlich mit NoFollow bist du da definitiv auf der sicheren Seite. Vor allem, wenn es irgendeine Art von Geldbeziehung zwischen euch gibt, dann ist es natürlich immer am besten. So, Lisa tippt schon wieder. Ich nehme mal... Oder? Sieht nur so aus. Wie kann mir meine Agentur schaden, wenn wir im Unfrieden auseinandergegangen sind? Möchtest du? Ich glaube, wenn, dann kannst du dazu mehr sagen. Ich wüsste nicht, inwiefern sie einem schaden könnte, weil grundsätzlich, selbst wenn ihr im Unfrieden auseinandergegangen seid, also wirklich böswillige Absicht
dahinter, dafür müsste man auch erstmal die Zeit und die Energie haben, um die da reinzustecken. Aber ich glaube, in diesem Ganzen bist du mehr drin, Markus. Das heißt, wenn du da noch Input hast, gerne. Genau das. Das Thema Unfrieden ist genau mein Thema. Ich habe es verstanden, ich hab's kapiert. Also, ich sehe es eigentlich ganz genauso. Also, ich habe solche Fälle vor allem halt bei anderen Agenturen natürlich schon mitbekommen und da ist eigentlich nichts passiert. Ansonsten, wie kann denn eine Agentur schaden? Ja, zum Beispiel, indem sie in dem Augenblick, wo ihr euch trennt, noch irgendwie in der Robots.txt deine ganze Website für Suchmaschinen sperrt oder alle Seiten auf NoIndex setzt. Das wäre allerdings auch mehr als strafrechtlich relevant, deswegen wird die andere Agentur das wahrscheinlich meiden und nicht machen. Also ich kenne persönlich keinen Fall, wo das mal passiert wäre, dass eine Agentur da jetzt irgendwie Vergeltung geübt hat. Aber grundsätzlich, wenn du da jetzt Sorge hast, dann würde ich natürlich schon, ich sag mal, die 30 Tage nach der Scheidung mal ziemlich exakt in die Google Search Console gucken, den Report Abdeckung im Bericht im Blick behalten, den Report Leistung und einfach gucken, ob da was aus dem Ruder läuft. Ansonsten kann ich dir gute Anwälte empfehlen. Sollte aber nicht passieren. Ich habe es, wie gesagt, noch nie erlebt. Was sind gute Anfängerjobs und eine Person in das Thema SEO einzubearbeiten? Die finde ich gar nicht mal so schlecht. Also ich nehme an, dass das hier aus dem Unternehmen heraus gedacht wird. Da fängt jemand an und was kann man dieser Person hinlegen? Ich glaube, das ganz große Thema, was in meinen Augen wirklich total mega SEO-relevant ist, ist wirklich Content-Produktion. Und da jemanden hinzusetzen, relevante Themen zu recherchieren, vielleicht auch auf Basis meiner Wettbewerber und daraus dann eben konkrete Content-Produkte abzuleiten. Ich glaube, das wäre so das Sinnvollste. Dann natürlich eine Analyse der eigenen Backlinks, um zu gucken, wo kannst du Muster entdecken, wie können wir unsere Backlinks, die wir haben, eigentlich steigern. Und natürlich auch gerne mal, dass jemand sich die Backlinks aller Konkurrenten anguckt und auch da schaut, was sind da Muster. Das sind eigentlich schon so ja, ganz typische Aufgaben, wo man sich auch dann mal ordentlich drin verbuddeln kann. Und ja, so würde ich, glaube ich, die Frage versuchen zu beantworten. Die nächste können wir ganz kurz machen. Die habe ich schon ganz am Anfang gesehen. Wie hoch, hallo Thorsten übrigens auf diesem Weg, lieben Gruß. Wie hoch ist der Impact des Core Web Vitals Update für Desktop nach eurer Einschätzung? Also, war ja so, dass Google das für Desktop ausgerollt hat. Am 22. Februar ging es los und dann waren sie komischerweise ganz schnell damit fertig. Irgendwie 9 Tage später oder so, 3. März oder so, waren sie dann auch schon durch damit. Ich warte persönlich auch noch auf die Zahlen von Sistrix, die das ja für Mobile auseinandergerechnet haben. Ich kenne sie aber noch nicht und es würde mich aber wundern, wenn die Zahlen signifikant davon abweichen. Ich glaube sogar fast eher, dass sie vielleicht ein bisschen niedriger werden, aber das werden wir echt sehen müssen. Also in der Regel, finde ich, ist eher Mobile das Problem beim PageSpeed als Desktop. So, Entscheidung bei einer neuen Domain. Wie wichtig ist die Top-Level-Domain? Deutsches UN, später auch EU-weiter Vertrieb, Fragezeichen. Mache ich gerne, wenn ich darf. Klar. Sehr gut. Ich gehe mal davon aus, dass mit UN-Unternehmen gemeint ist. Mhm. Genau. Wenn es schon klar ist, dass später EU-weiter Betrieb oder Vertrieb stattfinden wird, also es eben nicht in Deutschland bleibt, dann würde ich auf jeden Fall eine generische Top-Level-Domain wählen, aka.com zum Beispiel, um dann später Länderversionen eben als Verzeichnisse darzustellen, also eben .com/de/fr/AT zum Beispiel, einfach damit man halt am Ende da sicher geht, dass die Domain an sich eben die Signale, die es bereits auf dem deutschen Markt gesammelt hat, dann auch auf die internationalen Bereiche oder auf die internationalen Seiten übertragen kann, weil wenn wir das haben, das Gegenpol dazu wäre natürlich eine Country-Code-Top-Level-Domain. Sprechen ist schwer. Also zum Beispiel eben .de, .fr etc., dann haben wir einfach das Problem, dass es eben getrennte Domains sind und die Signale eben nicht aufeinander übertragen werden können. Das heißt, immer gerne eine generische wählen.
Und vielleicht noch ein Tipp, den ich leider in der Praxis sehr oft erlebt habe, dass man diese Domain bitte so wählt, dass sie dann auch in allen Ländern verstanden wird. Ne? Also nicht Kaffeemaschinenprofi.com funktioniert in Frankreich dann später relativ schlecht. Also dann lieber, wenn man es eh schon weiß, was Generisches oder was Englisches oder so. Jo, Frage zur Google Search Console. Nehme ich gerne die Leistung ohne Suchanfragen mit Firmennamen darstellen. Also man will quasi die sogenannten Brand Queries ausschließen. Und jetzt wird aber manchmal der Firmenname unterschiedlich gesucht, nämlich Tchibo mit CH oder Tchibo mit SCH. Und dann ist die Frage, wie kann man das machen? Kann man sogar ganz einfach machen, konnte man nämlich früher nicht. Man kann nämlich eigentlich nur einen Filter setzen. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass man setzen kann, den Filter auf, also erstmal den Filter auf die Suchanfrage natürlich. Und dann kannst du auswählen, regulärer Ausdruck. Und da kannst du dann hinschreiben, Tchibo, Pipe-Symbol, also der Strich von oben nach unten, zweite Schreibweise Pipe, dritte Schreibweise Pipe und so weiter. Und dann gilt das quasi so als oder und dann kannst du einfach verschiedene Schreibweisen des Suchbegriffes damit ausschließen. Gab es früher nicht, wie gesagt, ist neu. So, Robert fragt, wie lassen sich Links mit Parametern oder dynamische URLs am besten von der Indexierung und von Crawling ausschließen, besonders weil es oft viele sein können? Ja, eine Sache habe ich eben schon genannt. In der Google Search Console, in der alten Google Search Console kann ich diese URL-Parameter alle hinterlegen und kann sagen, ne, den bitte nicht, den bitte nicht, den bitte nicht. Wie lange diese Möglichkeit noch existieren wird, wissen wir alle nicht, weil die alte Google Search Console ist eben wirklich genau das, nämlich die alte Google Search Console. Ansonsten muss man sich leider wirklich entscheiden, was man machen möchte. Wenn es ganz, ganz, ganz besonders viele sind, dann bietet sich eher die Robots.txt an, dann verhindere ich das Crawling, aber nicht die Indexierung. Und wenn es gar nicht so wahnsinnig viele sind, dann würde man eher einen Canonical Tag nehmen, um das auf die URL ohne das abzubilden. Das wäre so, also es gibt nicht die eine Antwort, aber wenn es ganz, 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 ganz viele sind, dann ist die Robots.txt oft die bessere Wahl. So. Was kann ich tun, damit auch Bilder neben der Description in den Service, also in den Suchergebnissen, erscheinen? Möchtest du, Lisa, oder? Mach ruhig die Frage. Ich würde gerne die nächste nehmen. Die nächste nimmst du dann. Super. Also, ist ja relativ neu, jetzt auch auf dem Desktop, seit ein paar Monaten, dass in den Suchergebnissen rechts ein Bild angezeigt wird. Oder es gibt die Variante mit so einer Art Galerie, wo 5 oder 6 Bilder nebeneinander angezeigt werden. Google wählt das algorithmisch aus. Das heißt, nicht bei allen Suchanfragen gibt es diese Möglichkeiten sowieso. Ansonsten gilt das, was für Bilder eigentlich grundsätzlich gilt. Also gerade das Alt-Attribut ist natürlich extrem hilfreich. Und was auch so ist, Google präferiert eigentlich quadratische Bilder, weil diese Bilder, die angezeigt werden, sind immer quadratisch. Und Google präferiert Bilder, die oben sind, anstelle von unten. Das heißt, wenn man jetzt wirklich möchte, dass man mit einem Bild da erscheint, und das ist so das, was für meine Suchanfragen möglich ist, dann wäre es natürlich gut, wenn ich ein schönes quadratisches Bild möglichst weit oben platziere, damit dann das Bild wahrscheinlich übernommen wird. Aber eine Garantie hat man nicht und es gibt auch kein Markup, um das hinzubekommen. Damit machen wir die nächste Frage, nämlich werden informationale Keywords, die ich in meinem Onlineshop nutze, automatisch transaktional, wenn ich damit Produkte verkaufe? Gitarre versus Gitarre kaufen. Ja, die würde ich gerne nehmen. Genau. Dachte ich mir. Und im Prinzip schon, wenn ich natürlich ein Kaufen dahinter setze, wird es automatisch, also das heißt automatisch, das Keyword ist dann transaktional. Es wird ja nicht transaktional, sondern das Keyword ist ja dann Gitarre kaufen und es ist ein transaktionales Keyword. Von daher im Prinzip ist die Antwort ja. Es gibt natürlich Keywords, gerade wenn man jetzt nur Gitarre eingibt, wo es nicht ganz sicher ist. Ist das denn jetzt ein informationales Keyword oder ist das ein transaktionales Keyword? Manchmal kann das auch sogar gemischt sein. Hier hilft tatsächlich nur, es selber einmal zu googeln und mal zu schauen, was wird denn eigentlich in den SERPs angezeigt? Wie versteht Google denn eigentlich dieses Keyword? Entschuldigung. Dann kann man halt eben noch besser schauen, wie man das Ganze optimieren kann. Jetzt ist auch noch so, dass man eben, wenn man dieses Bewusstsein dafür hat, dass es Keywords gibt, die eben beides sein können oder wo es nicht ganz eindeutig ist, man sich vielleicht jetzt auch nicht gerade bei der
bei dem Reporting auf die Keywörter einschießen sollte, die halt eben zum Beispiel beides sein können, weil man ja mit der Seite, wo man Gitarre verkauft, ja nicht gerade unbedingt auch den informationalen Aspekt abbildet. Das heißt, dann sollte man natürlich beim Reporting auch darauf achten, dass man eher sowas wie Gitarre kaufen oder diese Gitarrenversion kaufen halt quasi dann auch fürs Reporting nutzt. Nächste Frage übernehme ich mal. Wann ist es zum Beispiel in der Hauptnavi sinnvoll, Links zu maskieren? Stichwort PRG-Pattern. Wäre jetzt gerade ein bisschen schwer zu erklären, was ein PRG-Pattern ist, aber auf jeden Fall geht es darum, ein Link muss nicht immer ein Link sein. Es kann aussehen wie ein Link, aber wenn Google den dann sieht, dann folgen sie diesem Link nicht. Also typischerweise macht man das bei so Filterseiten. Das ist dann allerdings auch hinreichend kompliziert. Dann kann man das machen. Ansonsten habe ich leider schon Fälle erlebt, wo Leute das gemacht haben und das Ganze dann irgendwann irgendwie kaputt gegangen ist. Und deswegen bin ich eigentlich kein Freund davon, außer wenn man wirklich jetzt, ich sag mal, in großer Skala SEO macht und auch die technischen Möglichkeiten hat, das Ganze zu beobachten und laufend perfekt umzusetzen. Ansonsten würde ich da ehrlich gesagt sehr die Finger von lassen. Und der Effekt ist dann auch nicht so wahnsinnig gut. Wir umgehen mit No-Index-Seiten in der Shop-Navigation negative Unterkategorien. Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstehe, deswegen gebe ich sie einfach an Lisa. Ich gucke mal, ob ich sie richtig verstehe. Grundsätzlich, dass es URLs gibt, die von irgendwo, selbst aus der Navigation verlinkt werden, die auf No-Index sind, hat grundsätzlich erstmal keinen negativen Einfluss. Es gibt ja einfach Seiten, die eben nicht für die Suchmaschine gedacht sind und die ist auch eigentlich egal, wo sie verlinkt werden. Das, was ich mit dem zweiten Halbsatz oder mit der zweiten Frage impliziere, ist halt, dass da Seiten drunter hängen. Das heißt, ich habe die Seite, die halt eben aus die Hauptkategorie, habe ich eben als No-Index ausgeschlossen und darunter hängen Seiten, die aber indexiert werden sollen. Und ja, das ist tatsächlich negativ, weil eben ein No-Index fast immer auch zu einem No-Follow wird. Selbst wenn man No-Index-Follow in den Meta-Tag reinschreibt, mit der Zeit, das wurde jetzt schon öfter von Google kommuniziert, ist es halt so, dass das Ganze als No-Follow wahrgenommen wird. Das heißt, das wäre eigentlich nie die Möglichkeit, die man gehen sollte. Genau. Also am besten sollten diese Kategorien dann etwas anders noch verlinkt werden, gerade wenn sie aus der Navigation erreichbar sein sollen. Vielleicht dann nochmal gucken, ob man die Unterkategorien in die Hauptnavi einfach hochziehen kann. Genau, damit man das Ganze vielleicht umgeht. Okay. Vielleicht so ganz grundsätzlich, wir rennen jetzt so ein bisschen zeitlich gegen das Ende. Wir haben vorher darüber gesprochen, wir können ganz leicht überziehen. Allerdings ahne ich schon, dass wir die 25 Fragen jetzt nicht bis zum Ende durchkriegen. Das ist leider immer so, aber wir sind ja dieses Jahr nochmal dran, dann kann man die Frage sicherlich gerne nochmal ausbuddeln. Die nächste Frage fand ich so gut, ehrlich gesagt, obwohl die nur eine Stimme bekommen hat, musste ich die nach oben ziehen. Wenn eine Agentur nur Keyword-optimierte Texte plus Meta-Descriptions und Titles erstellt, ist das eine ausreichende Leistung? Es hängt davon ab. Also die Frage ist ja, was könnten die eigentlich noch machen? Und was sie natürlich noch machen könnten, ist so das Thema Technik, zum Beispiel auf deiner Website. Wenn deine Website technisch aber gut aufgestellt ist, ne, Page Speed, Markup und das alles drin ist, dann reicht es ja manchmal auch. Und das andere ist natürlich das Thema, sie könnten Backlinks aufbauen oder dich dabei unterstützen, quasi Backlinks zu verdienen. Aber wenn du hervorragend verlinkt bist und es da auch keine Notwendigkeit gibt, dann ist diese Agenturleistung natürlich gar nicht mal so schlecht. Und ja, ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Ansonsten, wenn du eine andere Agentur suchst, ich glaube, du weißt, wo wir sind. Ich hoffe, dass das nicht unsere Leistung jetzt hier ist. Genau, die nächste Frage verstehe ich nicht, nämlich welche Möglichkeit gibt es, Produkte aus einer Datenbank suchmaschinenoptimiert auf der Website auszuspielen? Ich kann gerne versuchen, sie zu interpretieren. Ja. genau, also ich kann mir vorstellen, dass es hier darum geht, dass man wie man quasi dafür sorgen kann, dass Inhalt auf einer Produktseite da ist, wenn der eben
sehr aufwandschonend nur aus einer Datenbank geladen wird. Das ist nie die optimalste Lösung. Am besten sollte natürlich noch Content auf der Seite sein, der irgendwie vielleicht nochmal drüber hinausgeht, also gerne noch irgendwie textlichen Content hinzupacken. Grundsätzlich ist es so, dass die Daten, wenn sie dann da sind, so genau wie möglich dann halt auch beschrieben werden sollte. Das heißt, wir haben zum Beispiel Daten in einer Tabelle, wo halt gesagt wird, das sind die Maße, das ist die Temperatur, die das aushält, etc. Dann sollte natürlich davor auch eben stehen, was diese Daten halt eben darstellen, damit halt eben der Zusammenhang auch für Crawler zum Beispiel sichtbar ist und natürlich auch für Nutzer und Nutzerinnen, weil denen hilft es ja auch nicht, wenn da nur irgendwelche Zahlen stehen, die nicht eingeordnet werden. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Sonst gerne nochmal spezifischer nachfragen. Frage von Carina würde ich gerne beantworten. Nämlich, können externe Links auf der Unternehmensseite dem eigenen Ranking schaden, wenn sie zu schlechten Seiten verlinken? Also bei schlecht meint man in der Regel eher sowas wie Pawns, Pills and Casino. Also wirklich schlechte Sachen. Wenn du jetzt nur auf einen Kooperationspartner verlinkst, dann muss das nicht schlecht sein. Es kann aber natürlich trotzdem ein Verstoß gegen Google-Richtlinien sein. Und deswegen gilt erstmal grundsätzlich die Regel, ein schlechter Link schadet beiden Seiten oder kann potenziell beiden Seiten schaden. Und deswegen, wenn du da jetzt irgendwie ein bisschen unsicher bist, was du tun sollst, dann setz den Link auf NoFollow und die Gefahr ist definitiv abgewendet. So, Online-Shops. Sollten einzelne Produkte im Shop neben zum Beispiel technischen Infosbeschreibungen aus Datenbanken zusätzlich auch längere eigene Texte enthalten? Kann ich jetzt so aus dem Blauen heraus natürlich schwer sagen, ohne zu sehen, was du so an Beschreibungen hast. Also das Spiel gewinnt man eigentlich nie mit der Länge des Textes, sondern mit der Qualität. Und auch ist es so, dass bei transaktionalen Suchbegriffen Google jetzt nicht unbedingt Unmengen von Text erwartet, anders als bei einem redaktionellen Beitrag. Und deswegen, wenn deine Beschreibungen okay sind und das auch zu dem passt, was der Nutzer haben möchte, dann ist es in der Regel vollkommen okay. Die nächste Frage liebe ich. Und Lisa hat schon ihr Handtuch in den Ring geworfen quasi. Ist Gendern schädlich für SEO? Wenn du sie so liebst, dürftest du sie natürlich auch beantworten, aber ansonsten probiere ich es mal. Grundsätzlich, Gendern ist noch ein sehr schwieriges Thema für SEO. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass Unterschiede wahrgenommen werden. Also es kann sein, dass viele Sachen halt eher männlich gesucht werden und deswegen man mit der männlichen Version oft besser fährt. Es kann aber auch eben sein, dass halt unterschiedliche Ergebnisse ausgespielt werden, ob ich jetzt die männliche oder die weibliche Version verwende. Und hier ist es halt auch die ganzen Gender-Versionen, wie mit Doppelpunkt, Sternchen etc. pp., die sind einfach noch nicht so, also wirklich leider, noch nicht so richtig angekommen im SEO. Das heißt, hier kann es dann meistens sein, dass zum Beispiel nur die männliche Version erkannt wird und halt eben nicht die weibliche und damit halt sozusagen, dass bei manchen Wörtern quasi nichts bringt, gerade wenn man halt eben beides abbilden möchte. Genau. Wenn du noch Ergänzungen hast, gerne. Alles prima. Gut. Ist es wirklich so, dass aktuell eher Amazon und Co. besser ranken und die kleineren an Sichtbarkeit verlieren? Nein, das ist, in meinen Augen ist es definitiv nicht so. Ist jetzt auch nicht so, dass Amazon nach unten durchgereicht wird. Aber dass man es schon schaffen kann, auch als kleiner Shop gegen Amazon sich durchaus zu behaupten. Also Amazon macht natürlich vieles richtig und so, hat natürlich auch Trust-Werte jenseits von Gut und Böse. Aber trotzdem habe ich als kleiner Shop, der ein sehr kohärentes Produktsortiment hat, eine absolut realistische Chance, gegen die Großen zu bestehen. Und deswegen würde ich das so nicht unterschreiben. Es gibt natürlich ein paar Produktbereiche, die sind ultra konkurrenzstark, aber ansonsten sehe ich das eher nicht so. Die nächste Frage, vielleicht grundsätzlich. Lass uns noch irgendwie 5 Fragen machen, egal was jetzt kommt. Und dann müssen wir für heute leider Schluss machen. Frage Nummer 1. Domain-Strategie. Subdomain-Auflösung sinnvoll? Inhaltlich geringe Verbindung zur Hauptdomain? Ergibt sich dadurch ein Ranking-Vorteil oder zu riskant? Ja, ich würde gerne, wenn ich darf. Also es ist erstmal
Ist es sinnvoll, ja, wenn es natürlich inhaltlich geringe Verbindungen gibt, ist es sinnvoll, etwas anderes zu machen, als auf der eigenen Domain zu spielen, weil man sonst natürlich ja, dafür sorgen kann, dass die Domain, also dass es einfach zu unterschiedliche Signale teilweise gibt. Das heißt, wenn es sinnvoll ist, das inhaltlich zu trennen, sollte man es auch tun, aber nur, wenn es halt wirklich eine sehr hohen Unterschied hat quasi. Wenn das nur eine kleine inhaltliche Differenz ist sozusagen, dann kann man es auch zum Beispiel trotzdem auch auf der eigenen Domain lassen. Und dann ist natürlich auch Subdomain kein Problem. Grundsätzlich würde ich sagen, selbst wenn es jetzt inhaltlich sehr auseinander geht, dass Subdomain kein Problem ist, dass man natürlich einen gewissen Ranking-Vorteil dadurch hat, dadurch, dass die Domain einfach schon Signale gesammelt hat. Und aus meiner Sicht ist es in keinem Fall riskant. Genau. Gut, Frage Nummer 2 von 5. Ich würde mal die hier kurz beantworten, weil da habe ich eigentlich einen sehr guten Tipp dafür. Also, wie geht man um mit Produktauszeichnungen in einem B2B-Shop, bei dem Preise erst bei Login sichtbar werden? Die Search Console meldet natürlich Fehler. Ja, das tut sie. Wir haben im letzten Jahr übrigens im November, glaube ich, ein Webinar dazu gehalten. Davon gibt es die Aufzeichnung noch bei YouTube. Da kann man natürlich nochmal nachgucken. Ansonsten will Google natürlich den Preis haben und Sie wollen den offen oder du willst den offensichtlich nicht liefern. Es gibt keine saubere Lösung dafür. Das Einzige, was man natürlich schaffen kann, ist, dass man zum Beispiel den Worst-Case-Preis ausliefert oder auch eine Price-Range. Aber irgendeinen Preis muss man ausliefern, um diesen Fehler loszuwerden, wenn man es denn wirklich möchte. Fehler heißt natürlich erstmal nur, dass Google in diesem Fall dann das Markup quasi ignoriert und wegschmeißt. Heißt ja nicht, dass die Seite deswegen nicht ranken kann. Google hat halt nur das Markup nicht erkannt. Frage 3 von 5. Ranken Beiträge auf Domains mit einem sehr umfangreichen Themenfeld oder auf spezifischen Fachdomains besser? Ich Wer würde wollte? gerne. Du würdest gerne. Super. Ich würde gerne. Das ist das Problem mit den 1000 Einsen, dass es manchmal nicht ganz übersichtlich ist. Schwer zu beantworten, weil es einfach auf zu viele Dinge ankommt, quasi. Also so kann man natürlich sagen, dass in sehr vielen Fällen die Domain mit den sehr umfangreichen Themenfeldern zum Beispiel vielleicht bessere Backlinks haben könnte, generell größer ist, das heißt generell mehr Signale bereits gesammelt hat, weil es irgendwie noch für weitere Keywörter rankt. Das heißt, das halt kann natürlich alles einen positiven Einfluss haben. Wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist alles wäre gleich, was ja nie der Fall ist, selbst da würde ich persönlich keinen Unterschied sehen, einfach weil, wenn der Artikel gut ist, dann Google da halt natürlich den Artikel wählt, der ja die besten Inhalt liefert sozusagen. Also da hat jetzt weder noch irgendwelche Vorteile. Jo, vorletzte Frage. Ich gucke mal gerade, ob die hier noch ein bisschen rumschiften, aber offensichtlich tun sie es nicht. Also Google Search Console nochmal. Immer wieder mal Fehler in den Core Web Vitals. Der CLS ist zu hoch, also der Cumulative Layout Shift. Es kann mustererkennbar Fehler verschwinden wieder, ohne dass Änderungen gemacht wurden. Grund. Also ohne den konkreten Fall zu sehen, kann ich es nicht beantworten. Es kann natürlich manchmal sein, dass irgendwas so auf einer Schwelle liegt und je nachdem, wie Google das jetzt gerade berechnet oder welche Nutzer das erlebt haben, dass man dann eben manchmal über diese Schwelle drüber rutscht und manchmal eben nicht. Das könnte ich mir als einzigen, also bei anderen Metriken sehe ich das auch schon mal, wenn man gerade so auf dem Schwellwert ist, dass man mal reinrutscht und mal nicht. Also hier würde ich natürlich klassisch die Page Speed Insights nutzen, um diesen CLS zu überprüfen, um zu gucken, ob es da Elemente gibt. Klassische Sachen wie ich habe Bilder ohne Breite- und Höhenangabe in meine Seite eingebaut. Das ist sowas, was total gerne einen CLS-Fehler generiert. So, die letzte Frage weiß ich ja jetzt gar nicht, ob die nicht zu klein ist als letzte Frage, aber wir nehmen sie trotzdem mal. Nämlich, ist die Verwendung von Smileys in Blogtexten SEO-relevant beziehungsweise schädlich? Nein, ist sie nicht.
Also grundsätzlich können gerne Smileys, generell Emojis halt verwendet werden in Blogtexten. Das hat grundsätzlich keinen Einfluss. Was man hier vielleicht natürlich beachten muss, man sollte dadurch natürlich nichts ersetzen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel letztens auf Spotify gesehen, dass ein Song einfach mit einem Emoji benannt wurde. Ja, den wird niemand suchen. Also das sollte man natürlich lassen, aber grundsätzlich Anreichungen, also Emojis zum Anreichern benutzen, ist grundsätzlich kein Problem. Okay, dann wäre ich jetzt ehrlich gesagt schon im Finalrausch quasi. Wie man hier sieht, wir haben offensichtlich am 25. August nochmal die Ehre, zusammen eure Fragen beantworten zu dürfen. Plus natürlich auch noch ein ganz anderes Portfolio an Themen, die wir in diesem Jahr abdecken werden. Da ist auch nochmal übrigens der 20. Mai mit dem Content für Shops, wo das Webinar, was ich zwischendurch erwähnt habe, grundsätzlich immer die beste Strategie, sich einfach für alles anzumelden und dann kann nichts schiefgehen. Vielleicht auch noch der Hinweis, wir bieten natürlich auch in diesem Jahr wieder die SEO-Sprechstunde an. Das wird typischerweise einmal im Monat. Auch da gibt es noch Termine. Ich glaube, im März sind wir ausgebucht, aber hinten heraus wird es noch Termine geben. Also einfach auf seosprechstunde.de. 30 Minuten meiner Zeit, wer mit mir mal über SEO sprechen möchte, ohne Verkaufsdruck, ohne irgendwas. Also es ist keine Verkaufsveranstaltung, sondern ihr könnt mich 30 Minuten buchen, dann macht das bitte. Falls ihr das hier gut fandet, würden wir uns natürlich immer über eine gute Bewertung freuen auf Facebook, auf Google. Und ansonsten sage ich vielen Dank, überlasse das letzte Wort natürlich wie immer Lisa. Und ja, schön, dass ihr da wart, gerade bei diesem Bombenwetter da draußen. Vielen Dank für eure Fragen und ja, hoffentlich bis bald. Ciao. Ich bedanke mich auch. Schön, dass ihr da wart und genießt das sonnige Wochenende. Ciao. Tschüssi.